Wo wir gerade du bist ja immer bei allen Sachen immer relativ gut bewandert. Und ich jetzt in dem Fall gerade nicht, aber ich will dich mal fragen, ob du da wie mehr weißt oder eine Meinung zu hast. Und zwar, wo wir gerade bei Zukunft und Essen und so waren, was hältst du oder weißt du mehr über genmanipulierte, sagen wir mal, keine Ahnung, Soja oder Mais oder so? Also was das irgendwie für Folgen hat, auch für den Menschen, wenn das... Weil ich denke mir so, also jetzt naiv, ohne dass ich davon Ahnung habe, weil Deutschland ist ja verboten, aber in Amerika kannst du ja dein Soja manipulieren, wenn du fröhlich bist und verkaufst es halt. Also es gibt sicherlich auch irgendwelche Richtlinien, aber da ist es auf jeden Fall nicht verboten. Aber ich denke mir so, wenn du halt das so verändern kannst, dass es, keine Ahnung, schneller wächst, mehr... jetzt bei Soja vielleicht nicht, aber mehr Proteine drin sind, sozusagen, dass du das irgendwie so pushen kannst, ist es doch im Prinzip eigentlich geil, aber es muss ja irgendwie einen Grund haben, dass das irgendwie so verpönt ist, oder? Weißt du? Also, ja. Also, guck dir gerne das Video von Kurz gesagt dazu an, das ist sehr interessant. Okay. Aber da wird es bestimmt nochmal genauer erklärt. Also, von dem, was ich jetzt, sag ich mal, noch weiß, und das ist ja schon ein bisschen her, ja, ist es so, dass zum einen Genmanipulation in dem Sinne machen wir, glaube ich, seit den 80er oder 90er Jahren. Das heißt, wir wissen noch nicht, was das im Körper bewirkt, wenn wir genmanipulierte Dinge aufnehmen. Prinzipiell ist es, glaube ich, einfach, dass die Menschen so ein bisschen... So, warte, der Balkon wird festgestellt. Bleib hier. Hast du die Sticks? Ja. Und... Nice, was steht da? You should be looking for Timmy. Oh, okay. Warum? Ach, stimmt, den suchen wir ja immer noch, ne? Suchen wir. Da kann man von ausgehen, dass der auch noch lebt, ne? Ich habe übrigens mal ein groß angelegtes Blaubeerstrauch. Ja, ich hab das vorhin schon gesehen. Ich dachte, ich wollte hier eigentlich selber was pflanzen, aber es ging nicht. Dann hast du wohl schon was vor mir. Aber geil, wir haben Palisadenturm, hey, wir haben Palisadenturm. Nice. Wir haben jetzt schon eine richtige. Bei uns sieht ja schon richtig nach was aus hier. Also, aber verfolgt das Let's Play. Nein. Also ich richtig, auch, aber. Richtig, richtig. Gut schon. Und man weiß ja noch nicht die Folgen, aber es ist richtig. Wenn wir immer mehr Menschen ernähren müssen, werden wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen, unsere Nahrung gen zu verändern. Weil es einfach dafür sorgt, wir können es besser gegen Schädlinge schützen und so weiter. Kannst du schon mal eine Treppe bauen, bitte, Jona, wenn du so gerade dabei bist? Ja, habe ich gemacht. Okay. Aber es ist irgendwie noch nicht so richtig passmäßig, passt es noch nicht ganz so. Hier, jetzt ist das Gemüsebeet im Weg. Kann man eine Treppe so, wo gerade bei Anbau waren. Kann man eine Treppe so schwingen irgendwie, dass sie so um die Ecke geht? Naja, ich kann sie mal so bauen. Ich kann ja mal zeigen, wie sie jetzt so, wie so ein Plan aussieht quasi. So. Dann wäre sie quasi so. Ja. Das Problem ist bloß, es sieht nicht so geilo aus. Weil es hier so reingeht, ne? Ja. Was, wenn du es von hier machst? Oder ist es doof, wenn es so... Hier, also das steht jetzt hier ein bisschen im Weg, aber wenn es hier so hoch geht? Dass man sozusagen wirklich von der Terrasse... Also quasi so? Zum Beispiel, nee. Aber also vielleicht wirklich... Es geht am noch, Haus? Noch steiler geht es nicht. Noch aber dass es direkt am Haus ist. Jetzt ist natürlich hier kaum Platz, weil wenn wir das Schildkröten-Ding abreißen würden... Soll ich es abreißen? Ich meine, wir haben unten noch zwei. Kannst du die Treppe nicht bauen, also wenn das Ding da steht? Ne, ich kann mal gucken, ob das irgendwie im Weg steht. Nö, das juckt ihn nicht. Okay, ja, mach doch mal. Also, es ist halt doof, dass das Ding oben schräg ist, ne? Das macht das nicht so einfach. Also es ist gerade, aber hier, weil wir das schräg gebaut haben, ist es... Das so, ja, genau, so meine ich. Ah, jetzt ist es auch wieder im Haus, oder? Jetzt ist es voll. Ja, richtig. Warte, ich habe noch eine andere Idee. Wir bauen jetzt hier mal eine Treppe. Weil ich nutze mal die beiden Holzdinger einfach mal, um vielleicht schon mal meine kleine Brücke mal zu bauen. Ich guck mal, ob das so in Ordnung ist. Also, das ist quasi. So richtig zufriedenstellend ist das aber auch noch nicht hier. Ich meine, wir brauchen sowieso eine Treppe nach oben. Ich weiß gar nicht, was es ist, wenn wir später im Boden Loch wollen. Das müssen wir dann irgendwie so reinschneiden. Das machen wir, wenn der Boden fertig ist.
Ja, wir müssen die Decke bauen, aber wir haben den Pavillon, haben wir wirklich fertig gekriegt. Das Problem ist, wir kommen in den Pavillon nicht rein. Ich will da rauf. Ich will da rauf. Ich habe jetzt gerade so viele Heidelbeersträucher. Nein, ich fall. Na, scheiße, bin wieder hier runtergeflogen. Ach, fuck, ey. Oh, nee, ich hab's geschafft. Komm, jump, 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 jump. Oh, krass, ich hab mich noch gerettet. Oh, well, nice jump. Jump! Das ist eine Möglichkeit. Komm mal her, Konrad. Warte. Ich bin gerade noch dabei, hier irgendwie so eine Art Brücke auszutüfteln. Eine neue Variation. Ich weiß nicht. Das ist das Kürzeste, was möglich ist, Konrad. Guck mal. Warte. Ich würde übrigens langsam aufhören, Jonas. Es ist halb ich 12. Ich auch. Ich bin müde. Gut. Ja, das ist the doch shortest, gut. The shortest thing possible. Ja, okay. Ja, let's have, how many, I need 8, but I have to replace it, because I wanna place it okay more down. Ich wusste nicht, wie ich das sagen sollte. Wird da langsam wieder Duster hier. So, ist jetzt richtig? Jetzt auf der richtigen Höhe. Kann ich? Ja. Gut. Haben wir denn noch 8 Wood? Könnte eng werden. Oh, ich muss unbedingt was essen, ey. Scheiße, ich hab nichts zu essen hier. Muss mal gucken, mein Foto von Timmy. Bringt einem das eigentlich irgendwas? Das kleine Junge. Naja, du weißt, wie Timmy aussieht. Also, als Vater sollte man das natürlich schon wissen, aber wir wissen, wie Timmy aussieht. Ich guck mal, ob wir pennen können. Aber ich denke mal nicht. Nee, ein bisschen ist noch. Aber wir wohnen jetzt wieder doch ein ganzes Weilchen verschont, ne? Von den Menschen. Vielleicht ist es daran, dass wir jetzt hinter unserer Basis sind. Ja, nee, eigentlich. Also ich warte eigentlich noch darauf, dass sie dann wirklich mit Muschi Klaus und Co. hier mal hochstiefeln und uns die Bude einrennen. Generalangriff? Ja, aber irgendwie sind sie. Vielleicht peilen sie auch erstmal die Lage. Vielleicht. Und dann kommt eine Rieseninvasion. Wir sind nicht drauf vorbereitet, weil wir an unserem Haus rumschrauben statt unsere Verteidigung. Aber unsere Verteidigung ist ja eigentlich mittlerweile recht gut. Ich glaube übrigens, was problematisch ist, nicht nur werden könnte, bei meiner Brückenidee, dadurch, dass wir ja diesen Höhenunterschied haben, aber diese Grundbaudinger, die sind ja genau dafür da, um das auszugleichen, aber damit kriegst du ja keine schräge Brücke gebaut. Und ich kann ja mit dem Karren nicht über die Treppe fahren. Oder du brauchst ein Fundament, eine Treppe und ein Fundament. Aber kann ich mit der Treppe nicht, mit dem Karren nicht hier Treppe hochfahren, oder? Das wäre das Ziel eigentlich. Oh, geil, guck mal! Alter, aber die Treppe passt richtig gut, die geht dann auch jetzt hier so in den Boden über. Ja, das ist sehr gut. So, können wir pennen, dass wir das nochmal beim Tag uns angucken können? Nee, immer noch nicht. Der Pavillon steht echt an der perfekten Stelle, muss man sagen. Ja, das ist wirklich sehr gut. Um schon mal so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, was wir vielleicht beim nächsten Mal, ich würde wirklich gerne mal eine Höhlentour machen. Ich glaube, wir müssen uns mal wirklich ein bisschen ernsthafter versuchen auszurüsten, also vor allem Rüstung, dass man vielleicht ein bisschen gewappnet ist. Vielleicht gucke ich mir auch noch mal ein paar Tutorials an, so keine Ahnung, was wirklich sinnvoll ist an Waffen und an Rüstung. Weil, dass man da auch mal so ein paar Sachen. Weil es gibt aber so viele Sachen, wo wir noch gar nicht wissen, dass sie existieren. Weil wir hier immer so ein bisschen auf unserem hier oben rumdümpeln. Natürlich haben wir jetzt ein, zwei Reisen gemacht, aber so eine Höhlentour würde ich echt gerne mal machen. Ja. Vielleicht, also das Bauen erstmal stoppen. Ja, ne, dass man so ein bisschen Abwechslung auch hat für uns hier. Und für unsere vielen Zuschauer. Genau. Ich gucke gerade mal nach dem Bettchen. Was sagt das Bettchen? Gleich haben wir's. Wir brauchen Regen, ey. Mein Gott. Wettergott. Rain on me. Da gibt's doch gerade so ein Lied von Lady Gaga und Ariana Grande. Also, ich find's mittlerweile recht heimelig bei uns. Rain on me. Komm mal rein. Ist doch gerade recht schön. Es ist immer noch ein bisschen dunkel ohne Feuerzeug. Ich glaub, wie geht denn diese Rain? Rain on me. Ach, keine Ahnung. So, Pen? Nee. Doch, Pen. Ne Pen. Okay.
Warte, so, jetzt. Entschuldigung. So, dann geh ich mal auf den Palisadentürmchen. Ich glaube, das wird jetzt unser An- und Abmoderationsplatz. Auf jeden Fall. Alter, ist bis das wir dann irgendwie mal ein Baumhaus haben, aber das ist wirklich schön. Und ich dann glaub, kannst du von hier auch auf das Dach gehen, das ist wirklich, scheiße. Da kannst du nicht raufgehen, das ist noch durchlässig. Ja. Ich glaube, das kann erstmal kein weiterer Blick schlagen, besonders der Blick aufs offene Meer. Das ist auch geil mit dem Boot da, das hat irgendwie auch so was Menschliches, Zivilisiertes mit dem Boot. Aber abgesehen von der Tatsache, dass die Bewohner des Bootes wahrscheinlich von den Kannibalen umgenietet wurden. Aber das ist auch mal eine Frage. Was ist denn mit den... Genau, wahrscheinlich gehören die auch zu denen, die irgendwie in Tennisschlägern stecken oder so. Ich weiß es nicht. Wäre auch mal geil, irgendwie so als Story, wenn einfach nochmal Leute von außerhalb kommen würden. Halt mit einem Boot oder so. Das wäre irgendwie cool. Die irgendwie stranden. So, und das Fundament können wir aber nicht, ne? Na, das ist ein bisschen schade. Eigentlich wollte ich auf diesem Platz auch noch etwas anderes... Also, oder Technologie, der gab da etwas anderes, so ein bisschen lagermäßig, aber ist okay so. Ist auch erstmal in Ordnung. Na gut, ich glaube, dann ist erstmal gut für heute, weil die Sterne sammeln wir mal ein hier. Ich geh nochmal rauf. Genau, mal hoch hier. Aber das Beet, wir haben jetzt ein Beet, also es wird langsam, man sieht richtig so ja. Das Haus wird jetzt der Pavillon, das Beet, die Terrasse, so, der Wall ist fertig, er muss noch befestigt werden, aber... Das hätte ich übrigens nicht gedacht, dass das so schnell geht, ich hätte gedacht, das mit dem Wall dauert doch länger. Ich auch. Aber irgendwie ging das doch recht flott, ne? Und sieht wirklich, es sieht aus, als würde es ein bisschen was aushalten. Natürlich ist jetzt diese Stock und, also diese Spitzen und Steinchen-Dinger, die sind hier noch nicht ganz aufgebaut. Aber das ist, glaube ich, auch für den Anfang erstmal in Ordnung. Hauptsache, das sieht erstmal ein bisschen beeindruckend aus für unsere Assi-Freunde hier. Und ich denke auch daran, auch irgendwie Türme oder irgendwas, wo man quasi über die Mauer rüber gucken kann, an so zwei, drei Stellen. Und dann auch was zum Schießen, ne? Genau. Ich meine, Bögen haben wir auch. Wir können auch einen Katapult auf jeden Fall aufstellen. Ich wollte gerade sagen, Katapulte gab's, ne? Ja. Aber dann kann man da mit den Bögen runterschießen. So können wir quasi die Festung nicht nur durch reparieren, sondern auch durch aggressive Handlungen verteidigen, ohne uns selbst in Lebensgefahr zu bringen. Und ich meine, das ist ja am Ende auch die Aufgabe, weil die Kannibalen, wenn sie erstmal an der Mauer dran sind, gehen ja nicht weg und wir müssen sie ja töten und wir brauchen ja keine Mauer bauen, wenn wir uns trotzdem in den offenen Kampf begeben. Ja, richtig. Richtig. Na gut, dann würde ich sagen, warte, ich mach mal das GUI nochmal aus zum Abschluss. Ach, ich speichere nochmal, Heilige, das, nee, nicht vergessen. Warte mal, wie macht man denn das GUI aus? Game, also hier Einstellungen, Gameplay und dann auf der rechten Seite oben. Oh, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Okay, gut, warte. Einstellungen? Gameplay. Und dann rechte Seite. Ich guck kurz, was die Festplatte da sagt. Nicht, dass es mir jetzt hier auf den letzten Metern abraucht. So, eigentlich will ich Platz haben. 9,2 GB. Okay. Die Zerstörung von Gebäuden kann man übrigens auch ausschalten. Ja, es waren so einige. Oh, jetzt habe ich wieder diese scheiß Taskleiste, die mich jetzt nervt. Ja, Alter, wo ist denn das GUI, Alter? Wo? Rechts oben, fast genau rechts oben. Cheaterlauben. Bist du bei Gameplay? Ja. Das ist links, du. Aber... Just saying. So. Alles klar. Na gut, ich glaube... Hast du es jetzt? Warte. Ja. Okay, gut. Ich hab's. Na denn, mit dem traumhaften Blick hier auf unsere kleine Bucht, war es dann für heute. 2,5 Stunden effektivster Arbeit und effektivster Gespräche auch, genau. Und dann, ja, keine Ahnung, wann es weitergeht. Warte mal, morgen. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wann ich morgen zu Hause bin, aber eigentlich dürfte es morgen klappen. Könnte klappen. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal, wenn wir einigermaßen ausgerüstet sind, aber ich glaube, das dürften wir schaffen, machen wir mal eine Höhlentour. Da habe ich Bock drauf. Mal ein bisschen gruselige Musik und so weiter. Aber vielleicht sollten wir für die Höhlentour noch ein bisschen so, Knochen und so weiter, damit wir ja, genau. Können. Aber also ich glaube, rüstungsmäßig bin ich jetzt auf Level 3. Warte, dann muss ich mal das GUI wieder einstellen. Naja, ich habe meins, aber du kannst es auch angucken über die Statistiken. Und ich sehe gerade hier, geistige Gesundheit, 98%, das ist doch auch schön.
Tarnung, Kälteschutz. Oh Gott, ey, das ist auch nochmal was, wenn wir in dieses Schneegebiet kommen. Das ist ja nochmal wieder ein neues Kapitel, aber das ist, glaube ich, noch lange hin. Erstmal müssen wir in die Höhle. Machen wir das beim nächsten Mal. So, dann jetzt aber hier. Adios, Amigos. Das war für diese Aufnahme und dann beim nächsten Mal gibt's Höhlen-Action mit gruseliger Musik und allem, was dazu gehört. Mal gucken, ob wir dann irgendwie auch was entdecken mit der Karte und da gab es jetzt noch ein, zwei Sachen, die... Katana, da gab's noch, ne? Irgendwie, glaube ich, ein krasses... Ja, Katana, Motorsäge. Vielleicht werden wir dann auch mal die Hilfe des Internets nutzen. Mal sehen, keine Ahnung. Wir müssen erstmal in die richtige Höhle kommen. Na gut, dann war's für diese Aufnahme. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüssikowski und ciao. Tschüss.